Na dann. Willkommen zu einem neuen Part Zugsimulator. Heute spielen wir mal wieder eine Bahn. Wir fahren mal wieder die Bahn nach, wie es aussieht, Aachen, Rote Erde. Im Extremwetter. Wir sehen nichts. Es regnet. Es stürmt. Oh, da haben wir ein Tempo. Wir beschreiten die Geschwindigkeit. Wir müssen dürfen natürlich nicht zu schnell fahren. Es gibt Probleme. Ein bisschen bremsen. Und ja nicht stehen bleiben. Ein bisschen Power können wir schon geben. Ja, Aussicht ist heute relativ bescheiden. Oh, jetzt können wir Power geben. Leistung. Und auf geht's. Durch den Regen. Und bringen unsere Gäste trocken nach Hause. Oha, 400 Meter noch. Ich glaube, ich müsste mal langsam. Ach, was soll's? Wir fahren heute woanders hin. Dieser Zug. Fährt heute woanders hin. Gut, dann fahren wir halt rückwärts. Volle Kraft zurück. Wir sind angekommen. Na, fast. Türen und Riegeln. Yep. Ausstieg auf der linken Seite. Wer bei dem Wetter aussteigen will, verstehe ich auch nicht. Aber es ist noch ein schöner Tag, meine Damen und Herren. Oha. Auch noch unüberdacht. Schande. Komm es rein, es tut mir leid, dass Sie hier durch den Regen laufen müssen. Der Zug fuhr nicht bis nach ganz vorne. Ey, ich bitte um Verzeihung. Technische Probleme. Und die warten hier auf Gleis 1 auf den Zug, der im Regen. Schrecklich.
Da plätschert es aufs Dach. Na? Der Schaffner kommt bald vorbei. Hätten Sie Ihre Tickets bereit? Muss ja nur den Zug fahren. So, alles eingestiegen. Auf geht's. Nach Stolberg Rhein Hauptbahnhof. Das ist unser nächster Halt. Und auf geht's. Volle Leistung. Rückwärts. Aber natürlich vorwärts. Halbsignal überfahren. Ja gut, so geht's auch. Gut. Letzter Checkpoint. Auf geht's nach Stolberg Rheinl. Hauptbahnhof. Richtungswende vorwärts. Hauptschalter heben. Geschlossen. Heben. Und auf geht's, diesmal vorwärts. Vollmöhre. Wir haben freie Fahrt. km/h steht dort. Also schaltet das irgendwo. Mit was? Das Haltesignal. Müssen wir halten. Wir müssen warten, bis es gut ist. Habe ich durch den Regen nicht gesehen. Verzeihen Sie. Er steht ja auch oben bei mir rechts. Ja, Ampel ist rot. Geht los, wenn die Ampel grün ist. Mal schon so ein bisschen fahren. Bitte wird grün. Ich halte ja. 30 Meter bis zum Halte. Ich muss vor dem Haltesignal halten. Na toll. Lösen. Ach komm schon! Ich hab die Bremse angezogen. Vorwärts. Achtzig Meter bis zur Halte.
Spanier meint, die waren nur 5. Km/h, damit ich auch wieder Scheiße runterbringen kann. Oh Junge. Langsam rantasten. Zug fährt heute stockend. Dann müssen wir lösen. Das wird ja wohl reichen. 3 Meter. Es fährt doch noch ein Hups und dann bin ich im Arsch. Ach komm! Ich kann das Spiel nicht mehr ernst nehmen. Ich gebe auf, ich kündige meinen Job. Einer von euch muss fahren. Kein Bock. Fahrt euch selber. Ich laufe jetzt. Lauf nach Stolberg. Bei dem Regen. Okay, da kann ich nicht runter. Vielleicht kommt da ein Zug. Den kann ich reinrennen. Vielleicht mussten wir auch bis 9.30 Uhr warten. Das kann auch sein. Das ist auch die Lösung gewesen. Mit der Ampel grün geworden. Scheiß drauf, ich laufe jetzt hier. Ich habe keine Beine. Ich hab keinen Körper. Mit dem Schüttregen hier. Muss man laufen. Es sind nur noch 7 Kilometer. Das kriege ich hin. Da hinten steht ein anderer Zug. Vielleicht kann ich den entführen. Dem ohne Haltesignal. Ja, ich kündige. Ich gebe auf. Ich
glaube jetzt der Zug. Warte, ich muss den Zug die Tür dazu machen. Steckt vorne ein. Ist eine Zugentführung. Keiner drin. Wahrscheinlich ist der Strom hier noch irgendwie aus. Batterie ein. Ah, natürlich. Vorwärts. Tja. Ah, Hauptstadt ein. Das ist immer wichtig. Oh ja, nice. Fahr jetzt den Zug hier. Scheiß auf Seitensignal. Kidnappe jetzt einen Zug. Gut. Na dann, ich schau mich mal hier um, ob hier nicht wirklich noch einer drin ist, den ich überwältigen müsste. Nö, wirklich leer hier. Ich glaube gerade einen Zug. Die Leute, die in dem anderen sitzen, die, ja, die müssen halt laufen. Kommt schon klar. Ja, Tempo solide. Kann ich die Kamera mal wechseln? Oh, hier kann ich zoomen. Oh, nice. Eins im Zug, zwei ist draußen. Ja, da sieht man. Ja, die leeren Abteile. Oh, man sieht mich, da bin ich. Ist ja fantastisch. Ich glaube, ein Zug.
Ich meine, wir könnten auch ein bisschen beschleunigen. Ich meine, wer will uns was tun? Das gehört ja alles uns. Okay. Ich habe das Ende der Welt erreicht. Ich bin von der Kante gesprungen. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ich würde sagen, der habe ich nach oben. Sollte euch gefallen haben, dieser Part. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Habt ihr noch einen tollen Tag, der nicht so regnerisch ist wie hier im Spiel. Klaut keine Züge und. Ja, haut rein. Ciao.